390 for Portmeyer. There's an echelon of players that can just make the throw go 150. Wir freuen uns heute mit Martin Bockmeyer, einen der besten Longdriver der Welt, zu Gast bei uns im HIO-Studio zu haben. Wir versuchen ja tagtäglich für euch nach Lösungen zu suchen, wie ihr den Golfball weiterschlagen könnt. Heute geht es speziell um den Driver. Ganz kurz an Martin die Frage, wie bist du überhaupt zum Longdriven gekommen und was hast du eigentlich für ein Handicap im normalen Golf? Ja, ich habe immer schon relativ weiten Ball geschlagen, habe dann mein erstes Longdrive-Turnier gespielt und ja, dann habe ich angefangen, das professioneller zu betreiben, bis ich jetzt eben auf Weltniveau spiele. Und Golf ging eigentlich immer schon. Ja, es sind zwei unterschiedliche Sportarten, aber ja, so eine paar Runde ist schon ab und zu mal noch drin. Also ich spiele Handicap 3. Ja, also ihr seht, Martin ist nicht nur einer, der den Ball weit schlagen kann. Von Weitem bis zu rund 400 Meter ist, glaube ich, nach Bedingungen aktuell möglich, sondern auch dabei noch eine wirklich erstaunliche Präzision an den Tag legt. Wir haben uns gedacht, wir erstellen mit Martin ein neues Konzept, wo auch ihr eine Stunde bei ihm bekommen könnt. Wir ihm verschiedene Schläger zur Verfügung stellen, die speziell auf Schlagweite ausgerichtet sind. Und ihr mit ihm zusammen den perfekten Schlag dafür konstruiert. Jetzt wollen wir uns die Sache aber heute nicht nehmen lassen. Und obwohl Martin jetzt nicht im Longdrive-Outfit bei uns ist und auch noch nicht komplett warm, uns mal einen Schlag von ihm anschauen und dann gucken, auf was es eigentlich ankommt und warum seine Bälle eigentlich so weit liegen. Schauen wir mal, ob das mit den Schlappen klappt. Aber keine Ausreden. Okay, let's go. Bevor wir uns an den Daten näher anschauen, für mich die Frage, was wäre für dich der entscheidende Tipp für den normalen Golfer, wie kann er seinen Ball weiter schlagen? Ja, es gibt eigentlich zwei Faktoren. Und der eine ist Geschwindigkeit, Speed. Kann man Speedtraining machen? Ja. Aber was noch viel, viel mehr Länge bringt und auch schnell mehr Länge bringt, sind eben die richtigen Launch-Parameter. Das heißt, ich will meinen Ballflug optimieren. Das heißt, ein hoher Launch und niedriger Spin wäre optimal. Genau. Also Martin hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Genau auf das kommt es bei der maximalen Schlagweite an, mein Abflugwinkel. Also wie hoch der Ball startet, muss mit der Spinrate ideal zusammenpassen. Ja, und das schauen wir uns jetzt bei dem Schlag, wo wir gerade gesehen haben, einmal kurz an. Jetzt sieht man hier ganz unten den Launch Angle von 15,4 Grad, was jetzt, glaube ich, für einen Long Drive Schlag auch ein gar nicht so schlechter Wert ist. Das hängt so ein bisschen mit Sicherheit vom Long Driver ab, von der persönlichen Flugkurve, aber ich glaube, für dich ist es ein Wert, der anstrebenswert ist. Du spielst natürlich einen niedrigen Loft. Was hast du aktuell auf deinem Driver drauf? Irgendwas zwischen 2 und 5 Grad, je nachdem, was ich brauche. Genau, 2 und 5 Grad natürlich schwierig für den Amateur zu spielen. Da würde man vielleicht auf eine Variante mit 7 oder 8 Grad gehen. Das Entscheidende ist, dass Martin es schafft, den Ball 9 Grad hier in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Das heißt, so bringt er überhaupt seinen 2, 3 Grad Driver ins Spiel und gibt ihm die Chance, überhaupt in die Luft zu kommen. Nächster Wert, den wir gerade schon gehört haben von ihm, ist die Backspin-Rate. Da sind wir hier jetzt bei dem Schlag bei 2240 Umdrehungen. Was ist da für dich ein Wert, wo du dran hinarbeitest? Ja, es könnte ruhig noch ein bisschen weniger sein. Also irgendwas zwischen 1500 und 1900 Spin ist für mich optimal. Ja, und das hängt natürlich auch wieder von der Geschwindigkeit ab. Wenn ich einen hohen Speed habe und die Höhe durch meinen Abflugwinkel generiere, dann darf die Spinrate entsprechend nach unten gehen. Ich kriege einen hohen Roll und der Ball bleibt ewig in der Luft. Aber ganz wichtig, die zwei Faktoren, Abflugwinkel und Spinrate, können wir auf jeden Fall Schlagweite aussuchen. So, wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Wenn zu dir ein Spieler kommt, Handicap 15, Schlagweite mit etwa 180 Meter, vielleicht 65 Jahre alt, was sind die Schritte, wie du vorgehst und wie du dem helfen kannst? Also ich schaue mir als allererstes natürlich erstmal an, was die Basis ist von dem jeweiligen Spieler. Und dann kann man relativ einfach oft schon allein technisch ein ganz bisschen was machen, aber dann, was den viel größeren Effekt hat, ist, dass man am Material arbeiten kann. Man kann mit dem Material eben so viele Dinge ändern und alles auf den langen Ball optimieren, dass das bei mir dann wahrscheinlich immer ein kleiner Mix ist aus Materialoptimierung und eben dem einen oder anderen Schwungtipp. Genau. Und da kommen wir ins Spiel, dass wir Martin verschiedene Geschäfte zur Verfügung stellen, vor allem sehr leicht, weil ich glaube auch wenig Gewicht lässt sich in der Regel für gerade auch Spieler mit weniger Geschwindigkeit sehr gut beschleunigen. Spezielle Köpfe, wo auch dann bewusst der Loft ein bisschen tiefer ist, natürlich keine 2 oder 3 Grad, aber 7, 8, 9 Grad Varianten je nach Spielertyp. Und mit der Kombination kann Martin dann den für euch perfekten Longdriver finden, wo man vielleicht am Ende sogar herausfindet, dass er gar nicht so viel schwieriger zu spielen ist als euer Go-To Driver, der vielleicht eher für die Mitte-Fairway-Treffer geeignet ist. Genau.
Das ist ganz gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, in Kürze kann man sagen, wird dieses Paket bei uns zu buchen geben. Wir lassen euch wissen, sobald es soweit ist, und freuen uns, wenn ihr auf uns zukommt und Martin da eine Chance gibt, euch zu einem längeren Driver zu machen. Im Longdrive-Jargon sagen wir dann, let's hit some bombs. He's doing a great job, though, of taking his time between every ball. And you know how hard that is when you get in this environment around all these excited people. He got a little out of the rhythm there, trying to get the sweat out of the eyes. He even gathers himself. He needs a good golf swing like this right here. Let's check that spin number right there, see how low it is. That's hot. That's hot. That was past the hot zone, into the...